Hey ho, meine Liebelein! Jetzt gehen wir den König Gustav Eriksson, den ersten Nokianer auf Mittelerde, besuchen. Und seine Asbach-Uralt. Das sieht aus, als könnte ich da durch. Sammlung plündern. Aber es gibt mal wieder Sequenz! Yay! Mit Boden! Mir kommen diese Schuhe bekannt vor. Wir müssen diese Schuhe töten. My, my. If it isn't my slippery little friends from Flanor. I'm fabulous. Oh mein Gott, wir müssen schon wieder Boss kämpfen gegen einen Nicht-Boss, sondern eigentlich einen Standardgegner, der zwei ziemliche Stampfer als Arme hat. Gets blown into tiny little pieces. It's time to die. For boss time! Gegen den Mike Tyson Gedächtnis Wahl? Was zum Teufel ist das hier? Achso, das ist Aramis, oder? Stimmt, da gab's ja auch noch dieses komische Mistvieh. Ja, dieses Doppel-Triffach-komische. Ja gut, dass ich gespeichert habe. Ich hätte es... Was? Bitteschön. Was ist jetzt hier stark und was ist schwach? Hoffentlich werde ich davon nicht getroffen. Ich werde davon getroffen. Das ist schlecht. Egal. Das muss auch so gehen. So, ein bisschen Luft geht das immer. Wenn jetzt noch meine Fräulein Harp hier es hinkriegen würde. Bitte lass mich in den Heilkreis. Lass mich in den Heilkreis. So, ich werde dich in den Staggerkreis lassen. Ja, juha. Haha, du kommst zu gar nichts mehr, Freund. Oh, ich liebe diese Technik. Oh, die kann ich ganz alleine hier behaken. Und an diejenigen... Ey, ich stand hinter dir! Ich habe aus Dark Souls und Demon's Souls gelernt, dass hinter einem Gegner stehen gut ist. Und... Moment. Oh, meine Gegner. Ich meine, meine Monster-Lights hauen rein. Aber ich mache... Ich könnte tatsächlich, glaube ich, mal... Wow! Arte Schwalbenzorn. Naja, hört sich jetzt nicht so besonders an. Aber ich habe flauschiges Fell und einen Qualitätsstein erlangt. Moment, waren die Qualitätssteine nicht laut Multi-Sunshine... so selten, dass ich mich glücklich schätzen könnte, sie zu haben, oder? Nee, Quatsch, das war der Stein der Weisen. Mist. Give up, Alice. You lost. Wo kriege ich Steine der Weisen denn her? Kommt! Greift sie an! Schnappt sie euch! Oh, I don't think so. Wieso? Was kommt jetzt? Wohnt da etwa ein Zwerg im Golem? Mit einem iPhone? Oh mein... Mach weiter! I've rigged the little darling with a special collar that self-destructs if he gets defeated. Pretty clever, if I say so myself. Nicht reden, umbringen! Umbringen! What the hell? Emil muss weg! Bye, bye, Mart, Mart. I'll be sure to let Commander Brute know that you're dead. Nom, das ist ein leckerer Kaffee. Ja! Let go of him right now. Nein! Lass es! Haut einfach alle ab! I'll handle this. Komm, macht eine omnipotente Hadoken-Technik der ultimativen Zerstörung! No, please. I don't wanna die. Let go of me. Wir alle wollen, dass du stirbst, also gib dich dem hin. What should we do? Die Tennebi da einfach rumhängt und denkt, oh ja, hier sieht man gut. Allow me. Schlägt er jetzt Emil ab? Da, oh, er hat einen Greifschwanz. Servant of Darkness, bend to my will. Das ist der Gehirnwäschehund. Kriegen wir jetzt einen neuen Golem? Nein! Oh, ich hatte schon gehofft, dass wir einen neuen Hauptcharakter kriegen. Tenebrae! Please, stay back. Tennebi hat man wohl früher in so einem Greifhakenautomaten als Haken verarbeitet. Wäre es nicht einfacher, wenn Tennebi sich mit... No! Dead, is
It can't be. Schlimmer an der Sache ist, hätte ich das gewusst, hätte ich hier wieder einen Schnitt gemacht. It's just like what happened with Corinne. Du hättest Emil sterben lassen sollen. Wir haben einen guten Charakter verloren, damit ein... What? What is this? The Centurions. Sie fusionieren in Super Centurio. Centurions will rise time and time again. All that is needed is the power of Lord Ratatosk. This is the reason why I should be the one in control. Emil? Don't worry. The Centurion told me that Tenebrae is only asleep. I'm gonna go after him. What do you mean, go after him? Where? The Temple of Darkness. If it's the same as the other Centurions we've encountered, then there should be an entrance to the altar in there. That's where we'll find Tenebrae! Now I understand. I'll go with you. What about you, Regal? I'll meet with His Majesty and advise him on the situation with Glacius's corps first. After that, I'll follow you. Whatever. All right, then we'll meet you there. Nein! Wie kannst du mir das antun, Spiel? Wie soll ich mich jetzt noch motivieren, weiterzumachen, wo der beste Charakter des Spiels einfach fort ist? Gucken wir uns also unsere Reise an. Centurions are such mysterious creatures. You got that right. I mean, they just return to their altars when they're injured. Actually, when they are inflicted with so much damage that they revert to their core state, they're supposed to return to Ratatosk himself. Then Tenebrae is with me? But Ratatosk is also currently in core form, without his powers. He doesn't have the strength to heal the Centurions. So Tenebrae returned to his altar. Or at least that's what they said. You mean the other Centurions? Yeah. Wait, so if Ratatosk wasn't taking his nap, there'd be no need to go to the Temple of Darkness? If Ratatosk was awake, we wouldn't be on this journey in the first place. Oh, right. Okay, ich gucke einfach mal, ob ich hier reinkomme. Wahrscheinlich gibt es ja irgendwie noch ein paar übereifrige Wachen, die sich denken, nee, nee, nee. Ihr müsst 200.000 Geld Eintritt bezahlen. Naja, die habe ich leider noch nicht ganz, aber bei der 100.000 war schon mit dabei. Ansonsten geht es ihm wirklich gut, das frage ich mich auch. Hey, do you think Tenebrae is really okay? Yeah. He's just changed back into a core, right? He's not dead or anything, right? No, he's not dead. You don't have to yell at me, you know. Sorry. A Centurion can always be revived as long as their mana source doesn't dry up. They're like summon spirits in that way. The Centurions say it's not a question of his being alive or dead. Okay, I get it. I'm sorry. I shouldn't panic just because I don't understand. No, I like you better angry than meek and apologetic. Emil in Ratatosk mode tells it straight like a man. Ja, für diejenigen, die jetzt außerordentlich hochgegriffen haben mit dem Sorry-Counter, für sie sieht es jetzt schlecht aus. Dies ist der Martell-Kathedrale, das ist der größte Tempel von Thethiala. Ich dachte, Thethiala gibt's nicht mehr, oder ist das jetzt in... Heißt die Welt jetzt Thethiala, oder habe ich irgendwas verpasst? Die Türen der Kirche von Martell stehen allen offen. Jetzt können wir nur noch zur Göttin Martell beten, weil wir uns nicht mehr Götter leisten können. Seit dem Erdbeben begonnen haben, beten wir, dass sie aufhören mögen. Ist genauso wie mit dem Fahrrad. Willkommen in der Kirche von Martell. Möge der Segen der Göttin Martell mit euch sein. Ja, man hat früher zwei Wochen lang für ein Fahrrad gebetet und hat keins gekriegt. Das war scheiße. Dann hat man eins geklaut und hat zwei Wochen lang um Vergeben gebetet. Das war viel besser. Ja, keine Ahnung, ob man hier noch irgendwie was machen kann. Ich meine, hier gab es irgendwie einen Seitengang, aber entweder war ich gerade zu blöd, um diesen Seitengang zu erkennen, oder ich habe es nicht geschafft, durchzugehen, weil er nicht offen steht. So, die Über... Oh, was steht denn hier vorne? Gar nichts! Und was steht hier vorne? Du brauchst deine Erlaubnis, um einzutreten! Du brauchst deine Erlaubnis, um einzutreten!
Denjenigen, die keine Genehmigung haben, dürfen nicht ins Schloss ohne Passierschein A38. Nur diejenigen, die eine Genehmigung haben, dürfen ins Schloss mit dem blauen Formular zum Beantragen des Passierscheins A38. Gehen Sie dazu in das Haus, in den Garten, der verrückte Blumen züchtet. Komm ich denn? Ich wollte doch nur gucken. Ach, ist da auch egal. Ah, jetzt ist das Spiel 20% schlechter geworden. Souveranter Junge, du hast hier nichts zu suchen. Ja, verklag mich doch. Moment, ich könnte hier einfach in die Häuser hier ein... Aber ich wundere mich immer mit diesem Ausrufezeichen. Da bin ich vielleicht noch zu sehr an Final Fantasy 9 gewöhnt, wo so ein Ausrufezeichen anzeigte, dass da irgendwas ist zum Aufnehmen. Also kein Wischmob, sondern, hallo. Der lasche Lord liebt Lappen, Luft und Lottelei. Wie gefällt dir mein Zungenbrecher? Es ist kein Zungenbrecher. Ich konnte ihn am ersten Versuch aussprechen, obwohl ich sonst alles andere irgendwie mündlich total daneben haue. Früher war ich besorgt, weil ich zu viel Geld hatte. Aber jetzt bin ich darüber besorgt, dass mich junge Mädchen zu attraktiv finden. Und die Banken auch. Am städtischen Platz gab es eine Explosion. Die königliche Armee sucht zurzeit nach Verdächtigen. Sag Bescheid, falls dir etwas Ungewöhnliches auffällt. Zurück zu unserem, zu unserem Schweizer Studio. Zum Edmund. Alle Angehörigen der Familie Wilder sehen so toll und prächtig aus. Und von innen sind sie noch viel prächtiger. Das lässt sich nicht öffnen. Doch, du musst nur ziehen statt drücken, Emil. Ja, es... Oh, Töpfe sind umgefallen. Unglaublich, Anzeichen für einen Kampf oder für Erdbeben. Ich erforsche die Unterschiede zwischen Thethiala und Silverand in Musik und Kultur. Die Musik gewährt den besten Einblick in das Herz der Menschen. Tut mir leid, das ist für mich Edward mit den Harfenhänden aus Final Fantasy 4, wo wir schon mal Final Fantasy Referenzen sind, mit der letzten Folge mit Final Fantasy 5 angefangen habe, wo ich irgendwas gesagt habe, oh Gott, die Statue von mir ist rumgekippt. Ja, so sehe ich tatsächlich aus. Behaupte ich jetzt einfach. Kann ich ja. Man hat ja bisher nur meinen Rumpf im Spiegelschrank gesehen. ja, wie mir scheint, bliebe jetzt auch tatsächlich nichts mehr anderes übrig, außer in das Forschungsinstitut zu gehen, worauf ich gerade nicht so unglaubliche Lust verspüre. Und deswegen ist es ja nicht allzu weit entfernt bis zum Ausgang, der sich hier befinden müsste. Ich könnte eigentlich mich nochmal in das Penn-Institut begeben, aber... Bisher habe ich ja alles so wunderbarerweise geschafft, deswegen reisen wir jetzt zum Tempel der Finsternis, der dunklen Vorahnung, des Ruhesitzes, des Schlafes, des Rentnergebäudes von Tenebrae, das Altenheim. I can feel Tenebrae's presence. Really? It's bright enough to see in here without the blue candle. Must be because Shadow's gone. Blue candle? Aus Zelda. When Shadow was in this temple, it was pitch black. Without it, we couldn't see a thing. Who cares? Let's go. You know, I'm finding it pretty difficult to warm up to a meal in Ratatosk mode. Sheena. Oh, right, sorry. I know he is a meal. But anyway, come on, let's go. Yeah! In den Tempel der Dunkelheit, wo mir gerade einfällt, dass ich bei diesem Tempel damals ziemlich verzweifelt bin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Oh, da warte ich. Mach das Ding auf. Mischgummi! Ich weiß, ich habe... Oh Gott. Mein Gott, es sind wieder neue Monster da. Gut, dass bald Wochenende ist. Okay, ich laufe jetzt erstmal vor den Keulis da weg. Die Keulentruppe. Moment, kann ich hier irgendwas machen? Das sieht aus wie ein riesen überdimensionales Waffeleisen. Oder eine eiserne Steinfrau. Also, wo man zerquetscht wird, wenn man sich drin befindet. Das sieht... Keine Ahnung, ich komme hier gerade so vor wie bei Final Fantasy X auf dieser riesengroßen Klinge beim Endkampf. Gegen, ich will es nicht spoilern, eine scharf bewachte 3000 Galtruhe. Sonst ist hier nichts. Ja, mittlerweile hat man gesehen, die haben hier tolle LED-Lampen installiert, deswegen ist hier auch hell. So blöd, dass wir damals nicht den Schalter dazu gefunden haben. Oh, der Mann in der eisernen Rüstung. Lamias Haargummi. Keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, ich finde ja bald einen Speicherpunkt. Ich guck gerade mal kurz. Genau, Sheena wollte ich kurz noch in die Gruppe mitnehmen, weil man doch unbedingt... Nee, eine Heilkünstlerin lassen wir nicht draußen. Was habe ich jetzt dafür rein? Ach, nee, komm, du gehst raus, du gehst rein. Und dann kann ich dich vielleicht statt Emil... Nein, kann ich nicht, egal. Aber ich kann dafür im Kampf da mal ihre Supertechnik einsetzen, wie es von mir... Naja, nicht... Doch, wie es von mir gewünscht wurde. So.
Dann, ich gucke jetzt gerade selber nochmal kurz, ob ich auch die Fertigkeit ausgerüstet habe. Jawohl! Spezialanfertigung Nummer 1. Ach, was soll's. Wir gehen in den Kampf! Wir hier möchten ja... Mist! Ich wollte diese Funktion gar nicht benutzen. Mist! Ah, ich muss hier erst ins Menü. Mal sehen, ob es jetzt noch was gibt. Wechseln, wechseln. So. Okay, ich bin China. Fürchtet euch vor mir. Sie kämpft immer noch mit ihrem komischen Land... Mensch, mit ihren Tarotkarten. Keine Ahnung, was sie so für sonstige Fähigkeiten hat. Ich soll dich vielleicht auch mal gucken, weil ich die ja brauche, um die Fähigkeit einzusetzen. Okay, tut mir leid, ich kann es jetzt gerade nicht tun, weil ich versehentlich die Superspezialfähigkeit eingesetzt habe, die Hälfte meines Balkens aufgebraucht hat, den ich ja voll brauche. Oh Gott, wie ich diesen Tempel gehasst habe. Hoffentlich ist er diesmal ein bisschen straightforward. Ich habe keine Lust, wieder hier irgendwie so 2 Stunden lang am Stück ohne Ahnung, was ich zu tun habe hier. Oh nein. Er bewegt sich nicht. Er scheint kaputt zu sein. Yes! Yes! Obwohl... Yes! Ich kann da nichts machen! Wuhu! Oh mein Gott, das ist der Sensenmann! I guess it makes sense that the Temple of Darkness would be so... dark. Are you scared? Not scared, exactly. Dark places always make you wonder what might be hiding in them. There isn't much that scares me, though, thanks to all the training I've been through. China, there's something on your back. Ah! What? What is it? It was just a cobweb. Oh! Cobwebs, right. Don't startle me like that. That's some training. Und die soll so eine super tolle, keine Ahnung, taffe Frau gewesen sein. Jetzt nicht mehr. Oh Gott, es gibt so viele Monster zu fangen. So, jetzt aber. Zack, zack. Damit wir die Fähigkeit mal... Oh mein Gott, alles... Wo bin ich eigentlich gerade? Ah, da. Alles Viecher, die zaubern können. Das ist nicht gut. Da kommt irgendwas runter und ich sehe es wegen meinem blöden Fernseher nicht, was es ist. Sehe nur bling, bling. So, mal gucken, ich muss ja irgendwas machen. Arkan mit Arkan. Arkan! Ich glaube, Arkan war das Richtige. Arkan! Ja, genau. Arkan. So, jetzt einfach nur noch B gedrückt halten. Busch und... Zeig, was du kannst. Der Passierschein A38 in ihrer Hand. Sie bereitet ihn vor. Sie füllt ihn aus. Und macht Gehirnwäsche. Und ruft Odin. Super, jetzt habe ich... Haha! Jetzt habe ich erkannt, was passiert ist, weil mein Fernseher das nicht so richtig angezeigt hat. Ja, yeah, nice. No! I can't believe Emil was looking at Sheena's chest. No, I wasn't. Alle gucken auf Sheenas Brüste. Ich bitte dich, als wäre das jetzt die Wahnsinnsüberraschung. Alle lieben es außerdem, sie anzugucken. Ich meine, dafür sind wir ja auf der Welt. Nein, es ist wieder. Hä? Er bewegt sich nicht, kaputt zu sein. Das finde ich gut, aber... Ach so, muss ich... Moment, ergreifen? Nein, das geht doch noch! Naja, was soll's. Imitas? Oder was auch immer. Da unten ist was Katzmäßiges. Da unten ist ein Verhändler. Ein Menschen... Nein, ein Verkäufer. Mal sehen. Moment, das will ich jetzt ausprobieren. Sind jetzt... Wenn ich das Ding hier... Nee... Und aha! Ja, es ist genauso wie beim letzten Mal, dass die Dinge miteinander verbunden sind. Aber ich dachte, das letzte Mal hätte man einen rausziehen müssen, damit einer reingeht oder so ähnlich. Hoffentlich gibt es hier einen Speicherpunkt, wenn er schon eine Katze ist. Ich bitte dich, Spiel. Ja, wir wissen es, der Tempel ist groß, der Tempel ist kacke, der Tempel ist unübersichtlich. I have no idea where the core is without Tenebrae. Too bad the other Centurions don't talk to us the way that Tenebrae does. Bunch of useless twits. By the way, Emil, you've been in Ratatosk mode for a while now. Something wrong with that? Nein! Not wrong, really, just... Shh, be quiet. Da ist eine Mann, sie könnte zuhören. What is it? I hear voices from inside. It just looks like a normal wall. Maybe the sorcerer's ring will open this one too. Vielleicht laufen da auch Telefonleitungen durch und jetzt kann Emil irgendwie Telefonleitungen abhören. Er ist ein Telekom-Mitarbeiter. Deswegen ist er auch so unfreundlich. Doesn't look like it. There must be a switch somewhere else. Natürlich, wenn irgendwas nicht geht, dann geht irgendwas mit dem Schalter. Ist klar, ist das ein Schalter? Ja, aber nicht für mich.
Aha! Wozu war das jetzt gut? Ist es jetzt heller geworden oder nicht? Ich weiß es. Oh. Doch, es ist weiß geworden. Vielleicht muss ich die Dinger auch alle umstellen. Keine Ahnung, vielleicht finde ich ein Spiegelschild hier. Was zum Teufel ist das da? Moment, kann ich das hier irgendwie abmurksen? Nein! Komm ich da durch? Nein! Warum? Weil es Gas für mich ist. Und natürlich, wir wissen alle aus dem Chemieunterricht, Gas ist hart. Natürlich! Da komme ich auch nicht runter. Moment, ich muss gerade nochmal oben gucken gehen. Waren noch mehr... Ja, waren noch. Habe ich da nicht eben auf so ein Ding mal draufgefeuert und hat sich nichts getan? Oder irre ich mich jetzt? Oder habe ich... Ich habe doch eben mal auf so ein Ding draufgefeuert, oder? Ich bin mir da fast sicher, dass ich auf so ein Ding mal draufgefeuert habe. So. Du machst mal Platz hier, Alte! Okay, da ist nichts. Haha! Ja, würdest du dein Schwert benutzen, was du auf deinem Charakter mal lässt, hättest du mir vielleicht einmal von hinten raufgeben können. Aber nein, sie sind dumm. Sie sind NPCs. Sie sind nur Overmap-Charaktere, die sich nur wehren können, wenn man im Kampfbildschirm gegen sie kämpft. Das kennen wir schon. Okay, da kann man nichts machen. Da geht's noch weiter. Kann man da was machen? Moment! Oh Gott! Es gibt ja irgendwie noch auch verschiedenfarbige Lampen. Wo sind wir denn hier? In einem Leuchtenkaufhaus oder was? Da ist ein Ding. So. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt, wenn das hier alles hell ist. Keine Ahnung. Vielleicht geht das Ding da hinten weg. Kann man hier durch? Ich meine, da konnte man früher untersuchen. Aha! Geheimer Schatz entdeckt! Da scheint mir kein Durchgang zu sein. Jetzt könnte ich schon wieder hochgehen, um zu gucken, ob jetzt von diesen komischen anderen, den Dingern hier, ob ich da was übersehen habe. Was war da? Hier war doch gerade was. Hä? Hier war doch gerade... Unbekannt. Das ist eine Lampe. Das sagst du mir jetzt! Nachdem ich schon zigtausend davon angezündet habe. Nein! Daneben? Aha! So, nu. Ah, jetzt geht eine Tür auf. Die hatte wohl zu viel Angst. Oh mein Gott, eine Mimik. Geh weg! Ich meine. Haha, genauso wie geplant, behaupte ich jetzt. Aha, das ist also eine Schatztruhe mit einem. Super. Da muss ich wahrscheinlich rein, was reinzudrücken. Ansonsten ist das Ding hier bisher doch ziemlich straightforward, wie ich finde. In der Hoffnung, dass ich bald. Oh, Knüppli. Ich mache jetzt hier einfach mal einen auf den hier. Moment. Gib mir die Schatztruhe. Ich will ein Dings herbeiführen. Nein, nicht. Nein, was machst du denn da, Emil? Du sollst Feuerzeug benutzen. Okay. Und jetzt. Jetzt hau ihn! Nein, nicht so! Oh, Mist, jetzt. Ich hoffe, dass ich jetzt das andere Ding fange und nicht das Ding. So. Waffenfragment, das ist gut, oder? Yes! Und jetzt bitte. Dann kann ich Coily. Coily ist dabei! Yes! Ein Monster weniger einzufangen. Ich meine, ich muss nicht, aber... Wenn sie sich schon mir hier präsentieren, dann möchte ich sie auch ausprobieren. Also zu fangen. Okay. Grobe Worte. Nein, mache ich jetzt nicht. Katz kann mich auch mal... Jetzt war die Türe offen mit der Hoffnung auf ein... Ach nee, das war da ganz oben. Mäh, ich will nicht nach ganz oben. Obwohl, wenn ich da ganz oben gehe, dann kann ich nochmal gucken, ob hier von diesen anderen Leuchten noch was war. Mir scheint oder mich dünkt. Dünkt. Geh weg. Geh weg. Ich brauche einen Diebesring, fürchte ich. Nein, brauche ich nicht. So, war hier? Nein, hier war nichts außer einer Truhe und einer schnuckelhaften Türe. Hier müsste sich dieser riesige Treppengang verbergen. Jawohl, da kann man durch. Sieht aber schon toll hier aus. Als wenn es besser als beim letzten Mal. So, Mr. Ritterrüstung wird mich bald verstärken. Hier gab es doch auch beim letzten Mal hier irgendwas in der Mitte mit drin. Oh mein Gott, ich habe die Zeit gar nicht gesehen. Nicht so ganz erlebt, meine ich. Okay, ich gehe nochmal in den nächsten Raum, hol mir noch einen Qualitätsstein. Moment, da könnte ich doch schon fast irgendwie eine Statue mitschmieden, wenn ich die anderen Materialien habe. Muss ich mal nachgucken. Lass mich vorbei. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich brauche einfach nur einen Speicherpunkt. Nein, ich brauche keinen Kampf. Ich brauche nur Hell. Okay. Was passiert jetzt? Ich habe nicht kapiert, was da passiert ist. Was soll da passiert sein? Moment. Achso, das ist schon an. Da komme ich nicht durch. Ich habe nicht kapiert, was da passiert ist. Was zum Teufel ist da passiert? Warum kannst du mich hier nicht durchlassen?
Penner! Okay, ich hoffe, ich komme hier noch irgendwie durch. Ich werde mir das dann bis zum nächsten Mal angucken, wo wir dann hier weiter, hoffentlich, weiterkommen. Ich habe immer noch nicht kapiert, was... Oder, Moment, da ist vielleicht... Vielleicht ist die Mitteltür hier aufgegangen. Ja, war doch... Das da? Nee. Ah! So, Pflanzen-Sailor Moon will sich auch mir anschließen. Nein, will sie nicht. Vielleicht, weil ich Feuer benutzt habe. Okay. Dann machen wir eine halbe Stunde draus. Ist mir doch egal. So, da kann ich jetzt hoch. Das ist gut. Verdammt, wenn ich aus dem Dungeon rausgehe, um zu speichern, dann muss ich das hier trotzdem wieder machen. So, egal, dann passt. Ach, ja. Moment, das kann ich jetzt... Wirklich, denke kaputt zu sein. Weil es sonst zu kompliziert wäre. Okay, ich benutze das Ding nächstes Mal. Bis dann, ciao.